Dass Demokratie und Menschenrechte enorm wichtig sind, zeigt auch unser nächster Beitrag. Vor genau 76 Jahren ist das oberösterreichische Konzentrationslager Mauthausen durch die US-Armee befreit worden. 18.000 halbverhungerte Überlebende und hunderte Leichen haben die Soldaten dort gefunden. Ein Bild des Grauens. Diese Woche haben die Präsidialkonferenzen von National- und Bundesrat mit einer gemeinsamen Sondersitzung den Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus begangen. Im Mittelpunkt stand etwa das Projekt Gegen das Vergessen des Fotografen Luigi Toscano. Ein Bericht von Klaus Bruckmann. Im ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen werden die Namen von Tausenden hier Ermordeten an die Wand projiziert und ihre Namen vorgelesen. So sollen sie noch einmal ihre Persönlichkeit erhalten. Asher Berger. Nur wenige Kilometer von Mauthausen entfernt liegt Gusen. Hier war eines der vielen Außenlager von Mauthausen. In Gusen sind in der Nazizeit 35.000 Menschen ums Leben gekommen. Auf einem Teil des Geländes sind Einfamilienhäuser gebaut worden. Der Rest ist nun von der Republik angekauft worden, um auch hier eine Gedenkstätte zu errichten. Der international tätige Fotograf Luigi Toscano, ein Deutscher mit sizilianischen Eltern, porträtiert seit Jahren NS-Opfer. So bleiben bitte. Er ist als erster Fotograf überhaupt von der UNESCO zum Artist for Peace ernannt worden. Vor 2 Jahren gab es an der Wiener Ringstraße eine Ausstellung seiner überlebensgroßen Porträts. Die Ausstellung hieß Gegen das Vergessen. 3-mal in 3 Wochen wurden einige dieser Bilder zerschnitten. Die Empörung war groß. Freiwillige halfen bei der Reparatur. Luigi Toscano ist auch einer der Teilnehmer an einer Diskussion im ehemaligen KZ Mauthausen. Er erzählt von einer besonders eindrucksvollen Begegnung. Wenn Sie nach hinten schauen, das ist George Brandt, den durfte ich in Chicago, genau, das ist er hier, habe ich in Chicago kennenlernen dürfen, im Holocaust Center. George hat mich insofern beeindruckt mit seiner Geschichte, weil er eben mit seiner Familie nach Auschwitz deportiert worden ist. Und dann später auf dem Kohlenzug hierher nach Mauthausen gekommen ist. Bei George fand ich sehr berührend, dass er mir erzählte, dass er einer derjenigen war, der das Krematorium mit aufbauen musste in Auschwitz, worin dann später auch seine Verwandten verbrannt worden sind. Und das war natürlich eine sehr, sehr emotionale Geschichte, die mir da George erzählt hat. Neben Luigi Toscanos Projekt Gegen das Vergessen steht heuer auch das Projekt LIKRAT im Vordergrund. Dabei gehen speziell ausgebildete jüdische Jugendliche in Schulen und erzählen. Wir haben Fragen zum Holocaust, wir haben Fragen zum Nahostkonflikt, wir haben Fragen zu jüdischen Bräuchen und Traditionen. Also wir machen alles. Alles ist im Paket. Eine sehr häufige Frage, die gestellt wird, ist, ob Juden Steuern zahlen würden oder warum sie keine Steuern zahlen würden. Und diese Frage klingt ziemlich überraschend und ich glaube, die wird deshalb gestellt, weil sie aufgrund der Restitution geschlussfolgert wird. Ich glaube auch nicht, dass die Absichten dahinter böse sind oder bös gemeint sind, sondern einfach Unwissenheit herrscht. Corona-Leugner setzen sich heute manchmal mit verfolgten Juden im Dritten Reich gleich. Das geht gar nicht, sagt die Historikerin. Was da passiert, ist einerseits eine unzulässige, unhistorische Gleichsetzung mit dem Leid von Juden und Jüdinnen im Nationalsozialismus, wenn Demonstranten und Demonstrantinnen sich diesen gelben Stern zum Beispiel herpinnen und versuchen, sich damit selbst zu stigmatisieren. Sie spielen das Leid herunter. Sie verwechseln sozusagen oder sie absichtlich setzen ihr Leid gleich mit dem, dass seit 1941 haben wir im Deutschen Reich zum Beispiel die Pflicht des Tragens dieses gelben Sterns. Das war die Vorbereitung zur Deportation. Das war eine Zwangsmaßnahme für Mitbürger und Mitbürgerinnen. Und ich glaube, diese Gleichsetzung ist einerseits anmaßend und auch eigentlich unzulänglich. Gedenken ist mehr als das Niederlegen von Grenzen, meint die Leiterin der Gedenkstätte Mauthausen.
Für mich ist Gedenken etwas Lebendiges und für mich bedeutet auch Gedenken, dass wir es der jeweiligen Generation überlassen, wie sie gedenken möchten. Ob sie singend bei einem Denkmal stehen, ob sie irgendeine Aktion in der Schule machen, ob sie auf Instagram irgendetwas posten, hatten wir auch schon bei uns. Das sind alles neue Formen des Gedenkens, das muss möglich sein. Das jüngste Porträt in der Sammlung von Luigi Toscano ist jenes der Wienerin Erika Kosnar. Die Tochter eines jüdischen Vaters ist heute 89 Jahre alt und erinnert sich genau. Es ist für ein neunjähriges Kind wirklich nicht einfach, wenn die Lehrkraft sie einfach hinstellt und sagt, du bist nicht würdig, mit arischen Kindern in die Schule zu gehen, pack deine Sachen zusammen und verlass die Klasse. Im Haus war es so, dass die Hausparteien akribisch drauf geschaut haben, dass ich diesen Stern ja trage. Ich war an dem Tag, als der Krieg aus war, bin ich im Hof gestanden und plötzlich kommt vom dritten Stock von der Frau Schertler der Ruf, der Krieg ist aus. Mir ist die Luft weggeblieben, mir sind die Tränen runtergeronnen, ich habe Gänsehaut bekommen und hatte plötzlich das Gefühl, ich bin wieder ein Mensch und ich habe wieder das Recht zu leben. Das Porträt von Erika Kosnar ist auch bei der Gedenkveranstaltung im Parlament zu sehen. Da sind Auschwitz und Mauthausen nicht über Nacht gekommen. Sie sind die Folge von Verkettungen, der vielen kleinen und größeren Ausgangspunkte. Sie sind die Folge von Gewöhnung. Und so sind Auschwitz und Mauthausen und keineswegs ein Verbrechen von einigen wenigen. Sie waren nur möglich durch das Zusammenwirken von vielen. Möglich auch durch das, was getan wurde, aber auch gleichzeitig durch das, was nicht getan wurde, was unterlassen wurde. Peter Kirienko, Bernhard von der Klug, Vasili Podolets, Judas Reiver, Vasili Ljaschenko, Alexei Sidoruk,